Punkteverteilung. Das wäre verdient gewesen. 2-2. Ne? Erste Halbzeit hier, zweite Halbzeit hier, kein Problem, aber. Herzlich willkommen an dem Bildschirm, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Medienrunde nach dem Spiel unserer Zebras gegen Türkgücü München. Herzlich willkommen den beiden Trainern, Serdar Dayat und natürlich Pavel Dortchev. Serdar, dann darf ich Sie zuerst um Ihren Kommentar zu diesen 90 Minuten bitten. Ja, ich wusste schon, dass das Spiel ein schwieriges Spiel sein wird, weil auch der mein Trainerkollege Pavel, sehr nette sogar, hat auch sich geäußert die letzten Wochen, dass auch er Minimum 3, 4 oder 5 Spiele gewinnen muss wegen dem Klassenerhalt. Wussten wir auch, dass wir heute natürlich dagegen halten müssen. Wir haben auch unsere Kräfte gehabt in unseren Reihen, dass wir auch nach vorne spielen konnten. Wir auch in der Defensive wollten wir auch kompakter stehen. Wir haben auch so gut gestartet die erste Halbzeit. Auf Konter haben wir in der 9. Minute unser Tor bekommen, dann durch den Standard, durch den Abuja in der 41. das zweite Tor. Dann sind wir auch so in die Kabine gegangen, aber ich habe meine Jungs gewarnt. Ich meine, 2-0 ist immer gefährlich, auch für die zweite Halbzeit. Das war es auch so. Wir wollten die ersten 5 oder 10 Minuten in der zweiten Halbzeit wieder wach sein, wach bleiben, den Gegner stoppen, zustellen überall. Und dann wollten wir wieder kurz nach vorne spielen oder langsam nach vorne spielen, weil wir auch diesen Vorsprung hinter uns, hinterm Rücken hatten. Aber es ist nicht aufgegangen. Die ersten 90 Sekunden haben wir dann verschlafen, haben wir das Gegentor kassiert. Dann Ende der 69., 68., weiß ich nicht mehr ganz genau, dann war es Elfmeter, 2-2 geht auch, kann man geben. Dann 2-2 war auch verdiente Punktverteilung im Spiel und dann kam es in der 89., diese Entscheidung, das ist nicht einmal Entscheidung, aber der Schiri hat die Augen zugemacht, einfach weiterspielen lassen, dann haben wir das 3-2 kassiert. Wenn er da vielleicht gepfiffen hätte, hätten wir heute einen Punkt haben können, hätten wir eine gute Rückfahrt haben können, aber Mai, jetzt muss ich 8 Stunden meine Augen zu machen, dann über das verlorene Spiel nachdenken. Um das geht es mir meistens. Vielen Dank, Serdar. Pavel, darf ich dich bitten? Ja, ich kann meinen Kollegen gut verstehen. Also, dass die Enttäuschung da ist, auf jeden Fall. Das dritte Tor, es ist da, ich habe die Szene gesehen, ich will jetzt keine Urteile abgeben und Meinung abgeben, so, aber das, was ich gesehen habe, bin auch der Meinung, dass das Foulspiel war. Ja, und unverbindlich, unparteiisch, wie gesagt, versuche ich unparteiisch zu sein. Man kann das auch als Foulspiel sehen. Wir haben von diesem Fehler profitiert und sind wir die glücklichen Sieger heute. Aber von anderer Seite möchte ich, was das Spiel betrifft, möchte ich auch mal ein paar Wörter verlieren. Wir haben tatsächlich schlecht angefangen, aber nicht, weil wir schlecht gespielt haben. Einfach vom Ergebnis her technisch war es schlecht. Bei das erste Tor, 9. Minute, wir haben bis dahin das, was wir uns vorgenommen, aktiv sein, Emotionen ins Spiel beibringen, war genau das zu spüren von der Mannschaft. Und dann wie eine kalte Dusche, das 9. Minuten, diese schnelle Konter, die hervorragend herausgespielt wurde vom Türkgücü, die uns kalt erwischt hat. Und dann denkt man, okay, 9. Minuten, genug Zeit, noch das Spiel fängt erst an. Und nicht nur das, dann irgendwann durch eine Standardsituation, wo wir richtig schlecht verteidigt haben, also der Ball ist so lang in der Luft und da kommen wir gar nicht zum Mann und wir stehen auf weit weg von den Leuten, Torwart geht nicht raus und einfach schlecht verteidigt und dann steht auf einmal 2-0, wo ich ganz genau weiß, wie stark ist die Mannschaft von Türkgücü. Ich weiß auch, dass die auch die Spiele, die davor, die nicht gewonnen haben, dass die enorm Qualität haben in der Mannschaft und dass die richtig guten Fußball spielen und vor allen Dingen solche Bedingungen, für die ist ja sogar Vorteil, weil die können richtig gut Fußball spielen. Es ist nicht so, dass die nur auf langen Bälle spielen und ich will nur damit sagen, nach 2-0 war mir klar, dass für uns verdammt schwer wird. Das wird, ich wusste schon vom Spiel, dass schwer wird, aber dass nach 2-0 dachte ich, oh je, hoffentlich retten wir die Halbzeit, dass ich in der Halbzeit ein bisschen Korrektur vornehmen kann, dass ich was verändern kann, die Mannschaft noch ein bisschen Hoffnung zu geben. Und zum Glück ist ja nichts passiert bis der Abpfiff, die erste Halbzeit. Und dann in der Halbzeit habe ich die Mannschaft so ein bisschen versucht, Motivation noch zu geben, noch mal ein bisschen Hoffnung zu geben. Dann durch diese auch Auswechslung von Engin mit Leroy
Mikes, war für mich auch so ein psychischer Moment, die Mannschaft nochmal zu zeigen, okay, wir reagieren, wir machen was. Und das habe ich auch gesagt, wichtig ist, dass wir Anschlusstreffer machen und wenn wir das schaffen, dann sind wir wieder da. Und ist genau das passiert. Das Gute auch dabei war, dass unmittelbar nach der Seite wechseln, machen wir 2-1 und dann ist das Spiel wieder offen. Und das 2-2, aber nicht nur das, wir haben auch nach dem 2-1 haben wir auch 3-4 gute Möglichkeiten weiter gehabt. Und die Mannschaft hat wieder an sich geglaubt und 2-2 verdient und dann das Spiel zum Schluss war schon, so wie meine Kollege gesagt hat, ging es schon in der Richtung 2-2 und dann durch diese Aktionssituation haben wir uns profitiert und ich freue mich riesig, dass wir gewonnen haben, aber ich denke 2-2 wäre gerecht gewesen. Sehr, sehr gutes Spiel, sehr intensives Spiel, beide Mannschaften, Top-Einstellung, läuferisch, kämpferisch, also ich kann nicht nur an meine Mannschaft Kompliment machen, vielleicht doch schon, weil wir 2-0 Rückstand aufgehört haben und sogar gewonnen haben, aber ich denke, beide Mannschaften verdienen dieses Kompliment. Vielen Dank, Pavel. Wir haben von den Medien die Fragen eingesammelt für beide Trainer. Mein Kollege Frederik von Moers hat die Fragen für Serdar Dai. Ja, zunächst von Nico Schmitz vom Münchner Merkur. Wie können Sie sich erklären, dass das Spiel wieder in der zweiten Halbzeit aus der Hand gegeben wurde? Ja, ich meine, wenn du 2-0 in der Halbzeit gehst, dann willst du natürlich die zweite Halbzeit auch sehr gut schön spielen. Natürlich, es geht immer, sage ich, um den Menschen, um die mentale Stärke und um Dasein. Ich meine, wenn du die ersten 90 Sekunden dann verschlafen hast, bei Vorwärtsbewegung verlierst du die Bälle und dann bist du nicht da, dann bist du nicht schnell an dem Mann im Raum und dann bauchst du den Gegner natürlich auf und dieser Fehler, was wir da gemacht haben, individuell Fehler, 2-1 und dann ist klar, die spielen zu Hause, du bist ein Außenseiter, Auswärtsspiel und dann machen die 2-2 und im Endeffekt, wie wir gesprochen haben, das hat so gerochen, 2-2, ein Punkt, dann nehmen wir mit, dann gucken wir zum Meppener Spiel, aber 89. Minute ist das passiert, haben wir 3-2 verloren, aber wie gesagt, das ist Fußball, auch die großen Vereine verlieren die Spiele, auch das geht einfach darum, um den Ball. Erste Halbzeit wollte der Ball uns, war auf unserer Seite, zweite Halbzeit war auf deren Seite, deswegen haben wir 3-2 verloren. War es heute die bitterste Niederlage, seit Sie Türkgücü Trainer sind? Ja, wenn man so verliert, ja. Dann Stefan Galler von der Süddeutschen Zeitung. Max Kotny hat in der Halbzeit gesagt, Serjan Sarer werde geschont. Heißt es, dass er am Mittwoch im Pokal wieder im Kader ist? Ja, jetzt muss man gucken, wie er sich natürlich physisch fühlt, körperlich. Und dann kann man am Dienstag nur entscheiden, ob er da mitmachen kann oder nicht. Danke auch. Ja, vielen Dank, Frederik. Dann haben wir jetzt noch die Fragen an Pavel, Joachim Droll von der Bild-Zeitung. Sind das die Spiele, wo man am Saisonende sagt, das war das Schlüsselspiel für den Klassenerhalt? Für mich, ja, wenn man solche Rückstände umdreht und gewinnt, natürlich, das ist für mich gutes Zeichen, gutes Signal als Trainer, dass die Mannschaft lebt und kämpft dagegen. Und das sind gute Voraussetzungen für die restlichen Spiele, aber wir brauchen noch viele Siege. Und die Frage beantworten wir nach der Saison. Dirk Retzler von der WAZ NRZ fragt, schon wieder ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen bewiesen, wie mit Krapicki gegen Haching und jetzt kurz vor Schluss. Musst du da selbst manchmal schmunzeln? Ja, ich habe Glück gehabt heute. Also was soll ich sagen, man nimmt sich was vor und man wechselt jemand ein und wenn er trifft, ist alles gut. Wenn er nicht trifft, dann heißt nicht, dass ich nicht meine Gedanken habe. Also wir haben das Glück gehabt heute. Ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass in dem Moment die richtige Entscheidung getroffen haben. Wobei ich muss auch an dieser Stelle ein bisschen was ergänzen. Ich hätte es ein bisschen früher diese Wechsel gemacht, aber ich könnte nicht, weil ich gesehen habe, dass der Dome Schmidt ein bisschen Probleme hatte und wusste nicht, ob er es schafft, 90 Minuten. Deswegen habe ich bis zum Schluss möglichst gezögert, dass diese zwei frische Leute bringe. Aber dann zum Schluss, wo ich gesehen habe, dass das alles funktioniert bei Dom, habe ich es gemacht. Und dann mit erster Kontakt, theoretisch, machen sie das Tor. Natürlich gehört auch gewisse Portion Glück. Jochen Knorzer fragt von der BZ Duisburg, warum der Wechsel bitter für sauer? Frische Leute über außen, die Laufwege in der Tiefe und vor allen Dingen auch einen Kopfballspieler zu haben, weil Slivkovic ist eingewechselt worden. Und da war für mich auch wieder wichtig, dass wir noch einen etwas
körperrobuster Spieler im Strafraum haben. Erstmal über außen das Spiel zu intensivieren und zweitens beim Standards, dass wir noch ein bisschen Entlastung haben. Wir haben jetzt die Länderspielpause, werden am Donnerstag dabei auch einen Test beim SC Paderborn bestreiten. Dirk Retzler fragt noch, welche Akzente werden Sie in der Länderspielpause setzen? Viel. Man hat schon gesehen, dass wir noch viel zu arbeiten haben. Und wir werden jetzt versuchen, auch ein bisschen uns zu erholen, aber auch viele Defizite aufzuarbeiten. Und vor allen Dingen am Donnerstag gegen Paderborn werde ich auch Spieler spielen lassen, die lange nicht gespielt haben und sich dementsprechend auch empfehlen können und auch Spielpraxis sammeln. Und deswegen diese Pause tut uns gut. Und zum Beispiel Standardsituation. Man hat schon heute gesehen, dass wir sehr viele Probleme haben bei Standards. Das können wir jetzt in Ruhe trainieren und dann mal hoffen, dass die restlichen Spiele, dass wir das besser machen. Die Abschlussfrage von Fabian Kleintges-Toppel vom Reviersport. Leroy Mickels hat schon in Halle nach seiner Einwechslung stark gespielt. Warum reicht es bei ihm noch nicht für die erste Elf oder für die Startelf? Ja, weil heute war die Entscheidung war für Sinan heute wieder, dass er von Beginn an spielt, weil das war mir klar, dass wir heute gegen Türkgücü, dass wir sehr viel anlaufen können, lange Wege machen können. Und diese Konstellation Stoppekamp Mikkels ist mir ein bisschen zu offensiv für so spielstarke Gegner. Ansonsten gebe ich ich gebe recht, dass der Mikkels schon guter Spieler ist, hat heute auch Leben gebracht. Aber Mikkels ist ja, wie gesagt, mit dieser Konstellation sind wir ein bisschen zu offensiv. Und es ist gut, dass er heute fast das Spiel gedreht hat. Nicht alleine natürlich, aber der hat erst den Impuls gegeben. Von daher, ich brauche alle und das war heute wieder der Beweis. Vielen Dank, Serda. Vielen Dank, Pavel. Serda, euch trotzdem eine gute und gesunde Rückfahrt. Das auch brauchen wir auf jeden Fall, dass wir gesund nach Hause fahren. Ist wichtiger als der Fußball in dem Moment. Richtig, ja. Toi, toi, toi für die kommenden Wochen. Uns ja, natürlich die wir brauchen. Auch. Danke schön. Danke und allen ein sonniges Wochenende. Danke. Ja, danke schön. Oh.